So, wir sind jetzt gleich da. Wir sind jetzt in der Markgrafenstraße, Bärenstraße, sage ich doch. Hier ist das Hotel de Rome. Aber es ist so hochwertig. Da wird das Stadtschloss-Nachfolger, das Humboldt-Forum wird da gebaut. Ist die Oper, Alter. Das ist die Oper unter den Linden. Ich habe nichts gesagt. Film an. Was haben wir denn? 10,30 €. Eine Quittung bitte. Eine Quittung bitte auf 12. Warte mal, ich komme raus. Schön für die Beine. Oh. Mach mal jetzt hier hin. Wer ist denn Yvonne? Die hat einen Pony. Wer ist die denn? Yvonne Jamila. Nein, das ist, glaube ich, nein. Das ist die beste Freundin vom Glück. Das ist diese Operierte. Das ist nicht Yvonne Wilke. Yvonne Wilke ist 20 Jahre jünger, Schatz. Das ist aber schön. Ihr guckt euch das mal an. Hi. Wir dürfen da rein. Guten Tag. Genau, guten Tag. Hallo. Hallo. Hi. Ja, wir haben uns gerade verlaufen. Sorry. Meine Güte. Hi. Hi. Der Jurassic Parker. Jackie O'Reilly. Ja. Guck mal hier. Dankeschön. Gibt's hier irgendwo Sekt? Ja, da. Interessant. Mit ihm reden wir jetzt. So. Ich filme gerade mit Sarinico, ja. Guter Freund von mir, der war schon in meiner Late-Night-Show. Das Fernsehen ist da, heute sind sie alle da. Und wir gehen jetzt mal zu Maurice Geiler. Hallo. 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 Guten Tag, mein Schatz. Hallo. Guten Tag. Jessica, ja? Ich habe ja? deinen Döner, ja? deinen Döner-Ausschnitt. Ja? Ich liebe diesen Döner-Ausschnitt. Ja? Ja? Das habe ich nicht jedem gezeigt. Weil ich recht habe. Auch, weil du recht hast. Aber es ist großartig. Großes Kino. Wie geht's dir beim ProSieben, Schatz? Mir geht's gut, mir geht's gut. Siehst du noch meine Bräune, meine Abu Dhabi-Bräune? Geht mal auf pro7.de/Galileo und schaut dann mal nach Abu Dhabi. Ganz spannender Beitrag. Ja, jetzt macht er die Werbung für dein Unterschichtenfernsehen. Ja, hallo. Julian Stöckel hat einen neuen Haaransatz. Der hat sich Haare einfärben. Ich weiß. Oh, Transvestiten gehen immer. Oh Gott, ist das warm. Es ist so warm hier. Wahnsinnig laut hier und wahnsinnig heiß. Wir sind gerade auf wahnsinnig. Das ist dieses Transmädchen, das es nicht mehr leiden kann. Oh. Kannst du dich erinnern, wo wir auf der Fashion Party im Kitty waren? Ja, das stimmt. Das ist die riesige. Siehst du, schon ignoriert. Die mag uns aber nicht. Fotze. Tschüss. Wir gehen jetzt mal zu Jay Kahn. Okay, wir sind gleich da. Wir müssen jetzt erstmal zu Jay Kahn. Wir wollen kurz was ein Grußwort für meine YouTube-Fans. Sag mal. Hi. Und er hat gesagt, dass wir wahnsinnig schön sind, ne? Tierisch. Ja, total schön. Und jetzt machst du weiter, trink mal ein Sektchen mit uns, ja? Na, nachher. Gut. Ja, oder ein Schnaps. Der passt mir da gerade. Oh, die Stöckel. Das kann man ja nicht übersehen. Ich weiß, Mäuschen, ich weiß. Oh, guck mal hier. Da ist gleich wieder hier. Ich bin gerade am Busen angekommen. Meine Güte, das ist so heiß. Alter. So, hier ist die Stöckel. Hallo. Und da ist der Philipp. Der macht gerade seine Haare nochmal schön. So, wir machen ein Selfie, Jurassica. Komm näher ran, Philipp. Ich hab dich 2-3 Jährchen später gesehen. Ach, das ist ja gar nicht, das ist Maurice Geiler. Sorry. Das war jetzt eine Sängerin, die heißt Menke oder so, aus den 80ern. Ja, ja, und ja. Sie hat tatsächlich gedacht, ich wäre Conchita. Ach so. Und dann wollte ich ein Selfie machen mit dir. Sie hat ein Selfie mit mir gemacht und hat mich dazu beglückwünscht, dass ich eine sehr gute Sängerin bin und dass ich doch bitte so weitermachen soll. Ja, ist doch süß. Super. Hast du sie in dem Glauben belassen, dass du Conchita bist? Ja. Mir ist wahnsinnig heiß. Sag mal ganz kurz, willst du machen, dass meine Achsel hilft? Ja. Man sieht hier kaum Schweißflecken, denn ich habe Schweißbremse eingelegt. Also für jeden, der im Sommer schwitzt, klebt euch einfach Slip-Einlagen in die Achselhöhlen. Das ist fantastisch. Ja. Was ist das für ein Assi? Ey, Digga, also ich sage jetzt mal Folgendes. So ein Events gehört natürlich zu meinem Beruf dazu und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, weil man bekommt wirklich viel Aufmerksamkeit. Da sind Fernsehteams da, RTL und
viele Fotografen von großen Presseagenturen. Das ist natürlich für meinen Beruf auch wirklich immer natürlich Gold wert. Aber es ist ein wahnsinnig oberflächliches Scheiß. Ich muss wirklich sagen, ich könnte, wenn ich jede Woche auf so ein Event gehen müsste. Würdest du auch so werden? Würde ich auch so werden. Und das sind hier alles unechte Menschen, die funktionieren nur, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist. Und wenn, wir sind auch anders. Und wenn die Kamera weg ist, dann reden die nicht mehr mit dir. Und das finde ich schwierig. Wir gehen jetzt erstmal rauchen, Weinhaus, ja? Wie spät ist es denn? Keine Ahnung. Na, lass uns mal gucken, dass die Show anfängt, wenn wir rauchen sind. Sharing is caring.